Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir ja gesehen, wie Leute getötet worden sind. Unsere Schwester ist gestorben. Wir haben herausgefunden, dass es sich hier um Velvet handelt. Hier die Dame, die wir ja gerade steuern mit dem schwarzen Pferdeschwanz, den ich voll nicht Pferdeschwanz oder Zopf, meine Güte. Boah. Keine Ahnung von Haare. Und ja, ich weiß seit dem Speichern, dass wir uns in der Stadt, sieht man auch irgendwo hier, wir sind in der Stadt Abal. Ach, da, okay, da sieht man das auch. Und wir müssen storytechnisch, glaube ich, Stachelschweine hier jagen, ja. Und ja, sonst ist eigentlich noch nicht viel passiert. Wir haben so hier ein paar Zeitsprünge und so gemacht, glaube ich. Den ersten haben wir irgendwie gesehen, wo Velvet irgendwie so ein Werwolf oder irgendwas, ja doch ein Werwolf war, ne, da war ein Werwolf. Da habe ich vorhin Elder Scrolls irgendwie erinnert, also so sehen genau die Werwölfe auch aus. Und ja, die hat einfach blutrünstig den irgendwie erledigt und den irgendwie mit so einer Hand irgendwie so absorbiert. Aber ja, jetzt spielen wir wieder hier so ein paar Jahre zuvor, nehme ich an. Und ja, sehen, was jetzt hier noch so passiert. Unsere kleine Schwester ist tot, das ist schon mal nicht so geil. Und ja, hallo, alte Frau. Hallo, Velvet, hast du schon gehört? Es laufen Leute durch die Gegend, die vorgeben, Exorzisten zu sein, um Dörfler, um ihr Geld zu prellen. Sie behaupten, sie könnten Dinge sehen, die für gewöhnlich Leute unsichtbar sind. Die für gewöhnliche Leute unsichtbar sind. Das kennst du irgendwoher, nicht wahr? Hier ist Alter über Arthur. Es ist ein neues Gerücht, das ich gehört habe. Wir leben in schwierigen Zeiten, wie man es auch dreht und wendet. Ich sage ja los, wenn ich vorsichtig nicht genug sein könnten. Okay. Boah, Entschuldigung. So, ich glaube, da geht schon weiter. Gehen wir mal da unten gucken. Wo muss ich überhaupt? Im Ruhewald, okay. Ruhewald. Das ist der Ruhewald. Na, wo soll ich denn jetzt wissen, wo ich hin muss? Ich habe gehört, dass die Banditen im Morganawald alle die Dämonenpest bekommen haben. Wir müssen daran nachdenken, wie wir das Dorf verteidigen können. Ja, aber du hast gesagt, dass so ein Zaun einen Dämonenangriff nicht gewachsen wäre. Es ist schon schwer genug, in den Stande zu halten, wo wir doch so wenige sind. Wir müssen etwas Stärkeres bauen. Los, Kanonen und Bogenschützen platzieren und so gibt es doch bestimmt hier, ne? Sind wir schon, also nicht technologisch weit, ich weiß nicht. Gomabio wa seishu sama ga kudasareta batsu na no ja. Inori o wasureta washira ningen e no. Seishu? Sekai wa shichuu no seishu sama niyotte katachi zukurare, ichuu no seishu sama ni shizumerareru. Osore yo, mujun no houwa o. Sareba. しずめの木来たら。大丈夫?家までお送る?なんの?子供扱いするでない。ならいいけど。ああ、ベルベットへ。岬に行くなら気をつけるんじゃぞ。しずめの祠に落ちないように。でしょ?わかってるわよ。子供じゃないんだから。そうじゃった。お前ももう13歳だものな。 16 ist doch verrückt. Oh. Hi. Was geht? Hallo, Velvet, gehst du wieder auf Stachelschweinjagd? Okay, dann sind wir wohl da, richtig. Na, viel Glück, wegen der Kälte sind sie hier hungriger und gemeiner denn je. Mir passiert schon nichts. Du kennst mich ja, ich muss mich entscheiden, was ich hier für eine Stimme gebe. Das Jagen liegt mir einfach im Blut. Ja, die Männer aus dem Dorf könnten noch das ein oder andere von dir lernen. Ich habe gehört, dass die Tiere jetzt auch die Dämonenpest bekommen, wie wir Menschen, also sei vorsichtig. Tiere, die zum Dämon werden? Verstanden, ich werde besonders vorsichtig sein. Danke für die Warnung. Ja, weil ich noch nicht angesprochen habe, irgendwie ihr Design, vor allem so die Augengegend, erinnert mich sehr stark an die früheren Tales of Spiele, wo die Augen noch so ein bisschen riesiger waren, wo die Charaktere noch hübscher aussahen. Nicht hübscher so im Sinn von Grafik und so, sondern weil ich pretty, ja, sag ich mal. So, jetzt bin ich vollkommen verwirrt. Ich habe schon viel zu viel Auswahl hier, wo ich hingehen kann.
klar, habe ich gespeichert. Oh. Aber hier scheint es noch chillig zu sein, ne? Also nehme ich mal an, hier kann man ruhig hingehen. Da, ich töte dich. Nein. Boah. Dann gib mir wenigstens Milch oder so, gibt's mir auch nicht, ne? Kanickel. Glitzerndes Ding. Weidwell. Ich tue erstmal alles aufsammeln, bevor ich mir angucke, was das ist. Werde das schon herausfinden, ne? Hallo, Lady. Gehst du spazieren, Velvet? Schön wär's. Ich will eigentlich im Wald, ja. Ich will eigentlich im Wald jagen, muss aber erst ein paar Sachen erledigen. Hast du gehört, dass die Zahl der Mond im Morganwald immer weiter zunimmt? Die Lage ist ernst, aber wohin sollten wir denn sonst noch fliehen? Bist du sicher, dass das wahr ist? Es scheint zu stimmen. Man sagt, dass sie sogar ein paar Städter erwischt haben. Da passt du passt da draußen auf dich auf, ja? Danke, das werde ich. Ich kann Laffy ja schlicht allein lassen, stimmt's? Ja. Übrigens, was euch dabei gefällt oder nicht, könnt ihr einen Kommentar hinterlassen oder ein Like oder ein Abo oder so. Das würde den Kanal sehr weiterhelfen und mich auch sehr freuen. Dankeschön. So. Hallihallo, was ist denn hier los? はい。村の凄ちかくて数十匹のゴーマの群れを見たんだ。襲われたらひとたまりもない。逃げるってどこへ。ミッドガン島中がゴーマで溢れてるんだぞ。心配いらないわよ。アバルにはアーサー兄さんがいるんだから。アーサー。精霊を操る大魔師だったって言うけどさ。大魔師ならゴーマを倒せる。 近頃そんなおとぎ話をネタに金を騙しとる輩が多いらしいな。ちょっと、アーサー兄さんは本物の大魔師だな。なぜゴーマに襲われたセリカを守らなかった。それは私とラフィーが所詮朝は村に流れ着いたよそ者だ。昔何をやってたか知れたもんじゃない。それを言うなら私たちだって。私たちだって。 Übrigens, falls das stimmt, dann sagt mir das nicht. Wenn ich solche Bemerkungen mache, dann möchte ich nicht direkt eine Antwort haben. So, ja, der wird zum Hauptbösewicht, ja. Außerdem wird der Charakter noch wichtig und so, und du solltest das so und so früh machen. Weil das und das und so noch passiert, ne, boah, dann gehst du, boah, wenn das passiert, dann drehst du durch und so. Will ich alles nicht wissen. Wie oft habe ich dir schon gesagt? Du sollst keine wilden Tiere anfassen. So musst du aber wirklich noch die Dämonen fest. Willst du als etwa ein Dämon werden? Nein, aber das Kaninchen war noch so niedlich. Es ist ein Dämonenkaninchen. Ich muss es töten. So. Ne, ich dachte, er ist aber ein Gegner. Wo ist mein erster Gegner? So, ihr sagt mir doch jetzt, ich kann hier nicht durch, ne? Oh, nein. Diese fliegenden Diamanten, sagen wir das schon. Diese fliegenden Sims-Zeichen. Unzufriedene Sims sind das. Warte. Na, guck mal, das ist ein unzufriedener Sim. Oh. War die schon immer so groß? Egal. Dreht aber um. Wenn ihr daneben liegt, bis in dieser Richtung, treibt sich eine Horde Dämonen herum. Wie viele? Keine Ahnung. Der Kerl, der nachsehen wollte, ist nicht zurückgekommen, aber wenn es so viel Sinn stimmt, steckt das auf in großen Schwierigkeiten. Ich drehe Zeit für eine Verabredung im Talisen. Wirklich schade, ich hätte dich gerne ausgeführt. Bitte. Was? Tut mir leid, den letzten Teil habe ich nicht mitbekommen. Was hast du gesagt? Oh, nichts, vergiss es einfach. Der steht auf dich. Das ist schlimm, im Morganawald wimmelt es von Dämonen und wir können keinen Handel mehr mit Talisen betreiben. Wenn im Ruhrwald jetzt auch noch etwas passiert, ist das Dorf so gut wie erledigt. Okay. Das ist nicht gut, nehme ich an. So, hier können wir nicht mehr weiter. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir haben nur einen Weg und das ist sehr gut. Das heißt, wir können endlich Zeugs erledigen und sehen, wie das Kampfsystem und so ist. Und ihr habt noch Smileys über den Kopf. Das muss ich ändern. Selbst befestigte Städte fallen an die Dämonen. Wie soll man sich damit einen einfachen Zaun sicher fühlen? Ja, wir müssen der Mauer bauen. Das heißt, manche Dämonen verstünden die menschliche Sprache nicht. Aber das stimmt, was geschah vor 7 Jahren. Dämonenpest und Hungersnöte sind die gerechte Strafe der Imperia für die Achtlosen. Was war ein unglaubliches Kauderwelsch. Wer gibt ihnen das Recht, so etwas Abfälliges zu predigen?
Was haben wir denn Schlimmes verbrochen, dass wir den Tod verdienen? Da sind ihre Schuhe. Ich dachte, sie steht die ganze Zeit irgendwie so. Hier von der Perspektive sieht aus, als würde sie irgendwie auf Zehenspitzen stehen. Es gibt so schöne Idle Animations, also wenn man den Charakter von ein paar Minuten nicht bewegt. Finde ich sehr gut. So, dann raus in die Stadt und ich speichere jetzt einfach nochmal. So. Weil jetzt habe ich mit den ganzen Leuten geredet und so. Und wie ich mich kenne, auf einen schweren Schwierigkeitsgrad kriege ich direkt auf die Fresse, ne? Beim allerersten Gegner. Und das Hallo möchte ich doch. Warte mal, sind die Truhen schon wieder gespawnt? Ne, okay. Dann habe ich halt einfach letztens noch nicht gesehen. Das muss es sein. Aber ich übersehe doch nichts. Hallo? Ich übersehe doch nie etwas. Nee. So, Herbstbunter Wald. Ja, die Sterne, die heißen doch, da muss ich hin, ne? Also gehen wir erstmal da lang. Ausgezeichnet. Da kann ich nicht hin. Nein. Wieso kann ich nicht einfach so gegen den Strom schwimmen so? Link zippelt. Wofür bauen wir die ganzen Sachen? Ja, wohl so zum Verkaufen oder so da. Bitte lasst das nicht das gleiche Waffen-Upgrade-System wie ein Graces F und System sein, weil damit komme ich nicht klar. So, da geht's noch mal weiter. Ich muss ein paar erledigen. Okay. Hallo, da ein schwaches Schwein. Kampftutorial, ja bitte. Oh, geile Musik. So, das alltägliche Problem von mir ist natürlich wieder, der Sound im Kampf wahrscheinlich wieder viel zu laut ist, weil das ist immer ein Problem bei mir und den Tales aufspielen. Also wahrscheinlich hört man mich gar nicht während den Kämpfen, weil ich das immer so am Anfang nicht hinkriege. Aber hoffentlich wird das diesmal anders. Das Ausgehen von Combo-Angriffen hängt davon ab, wie viele Seelen die einzelnen Charaktere gerade besitzen. Ich habe mehrere Seelen. Nutze eine beliebige Kombination aus Kreis, Dreieck, X und 4, um eine Dreifachung auszuführen. Ich kann mehrere, geil. Cool. Aber wir können uns, oh geil. Ich dachte mal einer an. Das ist doch mal geil. Der Gegner betäubt, besiegt oder mit Staatskrankheiten belegt, kannst du Seelen halten, mit denen du mehr Kombos aufbauen kannst. Okay. Geil. Ja, jetzt geht's los. Oh nein. Mein Gott, das ist irgendwie, wenn ich sehr an Star Ocean, nur halt mehr Combo ausgelegt da. Oder? Boah, ich dachte erst. So, bei jedem Angriff verballere ich so eine Seele. Okay. Und die laden sich auf. Da kann ich mich irgendwie blocken. Jemand lernt mal alles. So. Okay. Mal gucken, wie ich mich dann noch gewöhne. Stachelschweinfleisch. Fleisch eines erlegten Stachelschweins. Köstlich und nahrhaft. Auf dem Schlachtfeld mit einem Gegner in Kontakt triffst, beginnt ein Kampf. Gewinnen kannst du, indem du deinen Gegner angreifst und sämtliche KP auf Null reduzierst. Wenn du das Gefühl hast, einen Kampf nicht gewinnen zu können, kannst du die Linie am Rand des Schlachtfelds laufen und die Fluchtanzeige zu erhöhen. Sobald die Anzeige sich füllt, wirst du aus der Begegnung fliehen. Schlachtfelder mit roten Rand kannst du jedoch nicht entkommen. Wow. Ja, das war ein geiles Kampf zu sehen. So, kann ich irgendwie das. Zukunft der Stachelschweine. ロフィーと兄さんも村を挙げて飼育できればとか話してたけど問題はウリボアの気性が荒いことよね。ああ、しゃれ。おとなしい豚と掛け合わせたらいけるかな。そしたら名前はブーリ？なんか臭そうね。 あとはウリタ。うん、ウリタがいいわ。可愛いし。けど。これは可愛い。ちょっと食べにくいかも。
Genau, voll auf den Punkt getroffen. So, was ich als erstes machen will, kann man das machen? Mode. Ach, Dingens hier, ne? Ich habe leider keine Collector's Edition oder so, wie sonst auch immer. Wohl, weil ich, wie gesagt, den Dings verpasst habe, ein bisschen den Release Date von diesem Teil. Kann ich hier irgendwo Option machen? Hallo? Bibliothek, Hilfe, Spielerdaten, System, ha. So, ich möchte mal kurz gucken. Kommen wir zu einer Kampfsteuerung. Okay. Ich wollte auf manuell einstellen. Manuell. Also, dass wenn ich X drücke, dass ich auch an dem Punkt, wo ich gerade stehe, X. Warte mal, dann gucke ich ja gerade voll falsch. So, boah, man kann schon sehen, wie lange es her ist, dass ich ein Tales of Spiel gespielt habe. Halt automatisch. Options. Manuell. So, jetzt wenn ich X drücke, dann greift sie an, egal wo ich stehe. Oder? Weil damit komme ich am besten klar bei den Tales of Graces ähnlichen Spielen. Bin ich da? Oh, warte mal, da war eine Sackgasse. Bin ich da schon hingegangen? Weil, keine Ahnung, ich hab's lieber, wenn ich angreife, wenn ich X drücke, anstatt dass der Charakter irgendwie auf den Gegner zurennt oder so. Damit komme ich gut in Graces F und Tales of Systeria, klar, also kann ich mir vorstellen, dass das in dem Spiel genauso ist, weil man ja auch so, weiß ich nicht. Hm. Okay, warte mal, warte. Kann man da wieder rüberspringen? Seraphen, so ist die Dinger, genau. Savage und so, Diesel, Windseraphen, Erdseraphen und so. Gib mir erst das. So. Ich von hinten lang? Nein. Kampftutorial. Hast du Wochen den Seelengrad? Für dein SG auf Null kannst du zwar noch angreifen, aber wenn du verteidigst, wirst du zurückgeworfen. Wie verteidigt man? Löse eine Combo aus, bis dein SG auf Null fällt, dein Angriff abgewehrt wird. So. Nutze L1, um zu verteidigen. Ah, danke. Verringert Schaden der Gegner, aber verbraucht auch viel SG. Setz außerdem Kammerposition zurück, wenn du nicht gerade an der Wand stehst. Okay, cool. Ja, schon Sachen, die ich noch gar nicht lernen sollte, ne? Komm her. Ha! Uha. Ja, jetzt beginnt der Kampf. Ich denke mal, mit egal welchen Knopf ich drücke, weißener Dinge, schützender Fuß, weißener Dorn. Ja, warte mal, Menü, lass mal dazu gucken. Ja, stimmt, das ist ja so. Okay. Was? Okay. Also nehme ich mal an. Ja, okay, ist es egal, welchen ich drücke. Nur bei X wird irgendwie zufällig irgendwas genommen. Alles klar. Also solange ich hier die Knöpfe drücke, geht immer, wird immer genau das hier alles eingesetzt, ne? Na komm her, dann drücke ich voll mit Viereck, oder? Wundere mich ja gerade. Hat sie nicht ein Schwert? Oh Gott. Sie hat doch ein Schwert, ne? Warum kämpft sie nicht damit? Okay, wir werden direkt umgedreht zum Gegner. Hup. Okay. Wir werden direkt umgedreht zum Gegner, wenn wir L1 drücken und abwehren. Das war Stachelschwanzteil. Entfernung Arzt, wenn du kein SG hast, hat einige nachteilige Effekte. Die Kombo-Geschwindigkeit ist langsamer, Kombos werden schneller gesprengt. Angriffe werden leichter abgewehrt und abgewehrte Angriffe werden zurückgeworfen, wodurch der Angreifer angreifbar wird.
Schadenseffekte werden weniger Wahrscheinlichkeit verursachen und Heilungsart stellen weniger KP wieder her. Damit muss ich sowieso kämpfen. Bestimmte Gegner jedoch können nicht abwehren. Also kannst du ungeachtet deines SG angreifen. Oh, Entschuldigung. Da fällt mir gerade ein. Ja, ich gehe das alles ein bisschen langsam an. So, Meisterfähigkeit. Bitte sag mir, wir bekommen die Sachen, wenn wir die Sachen lang genug ausrüsten. Das wäre nämlich richtig supi. Ein scharfer, sofort ausfahrbare Klinge, perfekt für Überraschungsangriffe. Habe ich überhaupt Dingens? Ich habe nur, nennen wir sie mal A-Arzt, ne? Okay, wird mir schon alles erklärt, ne? Ich bin schon wieder zu ungeduldig, versuche ja schon wieder Mechaniken zu analysieren, die noch gar nicht vorhanden sind. Tut mir leid. So, hey Stein, stirb. So. Mal ganz kurz was gucken. Ist auch schwer, okay. Wir speichern noch mal ganz kurz. Wo habe ich jetzt das jetzt mal da? Hab ich, ne? Ja, wir haben 23 Uhr. Du willst noch den Part nur noch einen aufnehmen. So. Willst du irgendwie Bossschwein oder so? Hat mal Tales of Phantasia nicht auch so angefangen? Tales of Phantasia habe ich nie durchgespielt übrigens, da kam ich an einen Punkt nie weiter. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Sehr schön. Und hier ist der Altar, wo wir gesehen haben, wie, boah, wie ist denn nochmal, Cicilla gestorben ist, die aufgespießt worden ist von Arthur, Fragezeichen. Oder wie war das hier? Da war doch hier, ne? Oh, das ist eine schön weitläufige Welt. Sehr schön. Da habe ich noch keine Entdeckung gefunden. Vielleicht gibt es ja keine. Aber mal schauen. So, ich sollte vielleicht erstmal zu dem Ding hingehen, ne, bevor ich die Story-Mission hier weitermache.危ないわね。また崩れて穴が広がってる。柵を作った方がいいって何か言っても触れちゃいけない場所だからって。セリカお姉ちゃんにもよく脅かされたっけ。ここは地獄に繋がってるのよって。そんなの信じるほどもう子供じゃないけど。 Ja. Oh Gott. Kriege ich so richtig Tales of Systeria Feelings, wenn ich das Ding sehe. Weiß auch nicht wieso. Obwohl, das werde ich wahrscheinlich noch oft sagen. Ich sollte mich auch nicht darüber wundern, weil es spielt ja vor Tales of Systeria. Ich weiß nicht genau wie viele Jahre, aber es spielt vor Tales of Systeria. Hallo. Also sollte ich mich nicht überraschen, dass hier Zeugs ähnlich aussieht. So, du Schwein, komm her. Warte mal, ist auf der linken Seite oder was? Ja, ich weiß, es geht sehr langsam voran. Lasst mich. Ich hoffe, es kommt nicht eine Barrikade von Cutscenes hier, nachdem ich das Viech erledigt habe und ich kann irgendwie so zurückgehen und so. Es wird das ein Part her. Passt das? Boah, der dreht sich mal im letzten Moment. Oh, oh Gott, kein Tutorial. Okay. Warte mal. Ja, okay, wenn ich 4 und 3 drücke, dann wird auch bestimmt, welche Richtung ich trete. Mit Dreieck tue ich zum Beispiel so nach oben drin und so. Uff, aua. Genau so. Den gesehen. Sehr gut. Alles klärchen, dann können wir zurückgehen. Wir haben ein paar Stachelschweine geschlagen.
und können jetzt auf und davon nach Hause. So, das sind noch mehr Schlachtschweine, die machen wir im nächsten Part fertig. Wir sind Level 3, okay. Dann sage ich mal, ich beende den Part hier. Und wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr bitte ein Like oder ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen, um mir zu sagen, ob euch der Part gefallen hat. Wow. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.